Wovor haben Sie Angst? Das ist die entscheidende Frage. Wovor haben Sie Angst? 150.000 Deutsche sterben jedes Jahr an den Folgen von Rauchen. 50.000 Deutsche sterben an den Folgen von Saufen. 6.000 Deutsche sterben im Straßenverkehr. Wovor haben Sie Angst? 6.000 Deutsche sterben an Grippe jedes Jahr. Stinknormale Grippe übrigens, nicht SARS oder Vogelgrippe oder sowas Gefährliches. Ganz normale Grippe, daran sterben 6.000 Deutsche jedes Jahr, seit 20 Jahren. Und 15.000 Tote haben wir dann noch durch Ärztepfusch, als Dreingabe quasi. Jedes Jahr 15.000 Tote durch Ärztepfusch. Man könnte auch sagen, die deutschen Ärzte erlegen jedes Jahr 15.000 Patienten. Das sind 44 Tote am Tag. Das ist eine Menge Holz, oder? Stellen Sie mal vor, die würden 14 Tage lang jeden Abend in der Tagesschau vor der Wetterkarte sagen, und auch heute wieder starben 44 Deutsche durch Ärztepfusch. Jetzt das Wetter für Ihre Beerdigung. Was meinen Sie, was hier nach 14 Tagen für eine Panik aufkäme vor Ärzten? Aber das ist das normale Lebensrisiko. Damit leben Sie. Da haben Sie keine Angst vor, oder?